Die große Reise nach Thailand geht los. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Koffer sind gepackt. Und es kann losgehen. Wir sind jetzt angekommen in München und heute wird es unser erster Business-Class-Flug sein, den wir von Deutschland aus haben. Und da werden wir jetzt natürlich erstmal die Business-Launch abchecken. Ich bin echt gespannt, was es hier in Deutschland alles so gibt. So, sagt halt einmal Hallo. Servus, Leute. Servus. Freut ihr euch auf die Business Launch? Wir freuen uns auf die Business Launch. Da gibt es jetzt wahrscheinlich ein wenig Brotzeit. Genau, ein wenig Brotzeit. Und wir sehen uns beim nächsten Cut. Wenn wir nicht zu Mc's. Oh, eigentlich müssten besser wir... als Business Launch. Eigentlich müssten wir echt zu Mc's gehen, weil wir gehen normalerweise vor jedem Flug zu Mc's. Das ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir den Flug verpassen. Genau. Genau, ja. Der Leon hat es gerade nämlich gesagt, weil wir uns letztes Mal in Mc's so verquatscht haben, dass wir unseren Flug nach London verpasst hatten. So ein Business-Class-Flug kostet ungefähr jetzt im Schnitt 600 Euro mehr, bei uns in diesem Fall. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber wir wollten uns das einfach gönnen. Bei so einem langen Flug ist das extrem anstrengend, wenn man da so eingequetscht rumsitzen muss. Also ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Das ist so unglaublich schön, wenn man sich jetzt nicht hier hinten anstellen muss, sondern direkt rankommt. Das ist echt ein Luxus und da bin ich auch echt dankbar dafür, ey. Wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle und ohne Witz, man weiß, man hat nichts dabei, man hat nichts verbrochen, aber irgendwie hat man trotzdem jedes Mal irgendwie ein komisches Gefühl. Kennt ihr das? Sagen, wir checken jetzt mal ab, was es hier zu essen gibt. Ich habe Hunger wie Sau. Das sieht doch auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr lecker aus. Rindergulasch. Menge Suppe. Das gescheit zu essen holen, wenn wir filmen, oder? Können wir im Keller den Teller nicht tragen? Nee. Das war eine kleine Vorspeise. Also ich habe jetzt hier zur Vorspeise einen Salat mit Avocado und das ist ein Wasabi-Gurkendressing. Vitello Tonnado und ein bisschen Käse. Basti kommt hier auch mit reichlich essen. Thunfisch, Lachs, schau mal, der Lachs schaut gut aus. Ui. Ravioli und eine Brezel. Lecker. Lass es dir schmecken. Danke. Vorspeise war sehr lecker und ohne Witz, Leute, es tut so gut, endlich mal wieder ein Bier zu trinken. Wir haben schon so lange kein Alkohol mehr getrunken. Ne? Ich trinke euch! Saufen! Saufen! Und ja, Alkohol ist nicht gesund, denkt nicht falsch, aber es ist einfach geil mal wieder. Eins zu trinken, oder? Fühle ich, ja. Fühlst du? Leon fühlt es eigentlich gar nicht. Ein richtiger Mann trinkt Bier. Der Leon hasst Bier eigentlich. Sollen wir das einmal ausprobieren? Aubergine? Komm. Aubergine? Sieht irgendwie geil aus. Also. Wusstest du, dass es auf Englisch Eggplant heißt? Ja, das ist total verrückt. Das passt irgendwie gar nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Was haben denn bitte Auberginen mit Eiern zu tun? Also? Als wir letztens den Flug verpasst haben, über was haben wir denn da im McDonald's geredet? Ja, wir haben ewig darüber diskutiert. Also weil ich habe gesagt, also ich habe mir die Frage gestellt, ist es überhaupt möglich, einen Roboter zu programmieren, der immer eine 6 würfelt? Und der Leon hat gesagt, nein, es ist nicht möglich. Ist auch nicht möglich. Aber ich habe gesagt, dass ich ihm vom Gegenteil überzeugen werde und seinen Roboter entwickeln werde. Genau wegen sowas verpassen wir Flüge. Oh, was gibt's denn bei dir jetzt noch? Also ich glaube, das ist eine Schokoladenüberraschung. Oh, das habe ich vorhin auch gesehen. Und was ist drin? Schokolade? Nee. Käse. Der war gut. Schatz, Sie unbedingt, bleiben Sie dran. Boah, wow. Das schmeckt übelst geil. Prost. 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 Ich habe aber gesagt, meinen ersten Champagner trinke ich auf meine Community. Prost. Ein kleiner Tipp, kostenloser Champagner ist gut. Teurer, besser. Schmeckt aber nicht schlecht. Also ich glaube, ich kann das Video fast Cheat Day im Flugzeug nennen, beziehungsweise allgemein Cheat Day. Jetzt gibt es hier noch eine schöne Portion. Es ist einmal Gulasch, irgend so ein Knödel, nochmal Ravioli, bisschen Gemüse und nochmal Käse. Sieht gut aus. Das ist richtig lecker. Jetzt gibt es noch ein wenig Dattel mit einer Mandel drin. So, ohne Scheiß, ich finde es richtig geil, wenn es im Bad solche Handtücher gibt. Ich liebe das. Ist das ein Bad oder eine öffentliche Toilette?
Ja, also, ja, also halt, öffentlich ist es jetzt auch nicht. Naja, exklusiv eigentlich. Ja. Ist noch eine exklusive Business-Toilette. Ja, ist schon schick, also auf jeden Fall deutlich sauberer als die ganz normalen am Flughafen. Ab geht's zum Boarding. So, hier ist jetzt unser Flugzeug, Airbus A380, größtes Passagierflugzeug der Welt. Haben wir hier einfach noch so ein Set bekommen mit Rasierschaum und einem Rasierer, noch ein Deo drin, Zahnpasta, Duschgel, alles was man braucht. Wahnsinn. Essensmenü kam auch noch. Ich weiß noch nicht, was ich esse. Ich denke mal Chicken Mandi. Jetzt gab es noch ein heißes Tuch, um sich fresh zu machen. Riecht sehr gut. Geil. Was wünscht man sich mehr als ein schreiendes Baby im Flugzeug? Jetzt geht's los, jetzt heben wir ab. So, jetzt fahren wir hier mal zurück. Kann man auch komplett runter, wenn man will. Aber das brauche ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Das ist eigentlich voll bequem. Okay, wir fliegen jetzt 5,5 Stunden nach Dubai, sind gerade gestartet. Und von Dubai aus fliegen wir dann nochmal 6 Stunden nach Phuket. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Oliven bekommen. So, die Oliven. Geil. Kennt ihr eigentlich die Oliventheorie? Ja. Kennt ihr die? Die Oliventheorie besagt, dass Menschen nur zusammenpassen, wenn einer Oliven mag und einer keine Oliven mag. Hey. Glaubst du da dran? Ja, ich glaube immer noch. Ich glaube auch da dran. Also gibt es hier jemanden, der keine Oliven mag? So. Jetzt merke ich den Alkohol schon langsam. Hier oben ist alles viel krasser. Die Gerichte in der Luft sind alle überwürzt, weil der Geschmackssinn schwächer ist. Also wenn ihr unten die Mahlzeiten essen würdet, ihr könntet es nicht essen, so das ist übersalzen. Sind sie hier überwürzt oder sind sie unten unterwürzt? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Die Vorspeise ist da, das ist so Brot, Hummus, Weinblatt, Finger Butter, Salat, was das ist, hier weiß ich nicht. Was das ist, weiß ich auch nicht, aber das sieht lecker aus. Und der Basti sagt, der das gleiche, das schmeckt gut. Wie hat dein Lachs geschmeckt, Leon? Der war sehr gut, ja. Sehr gut. Sehr lecker. So, das ist jetzt die Hauptspeise. Das Steak, Mashed Potatoes, also Stampf, Tomaten und keine Ahnung, was das ist. Wie machst du eigentlich, isst du die Tomate eigentlich ganz? Also, oder machst du das ab? Das Grüne mache ich immer ab. Echt, das Grüne, ich mach das Rote ab. Das sag ich immer noch so. Junge, du hast doch gesoffen. Der Nachtisch ist jetzt auch da. Es gibt irgendwie so Schoko-Dingsbombs, ein bisschen Ketchup und 2 Pralinen. Ah, das ist Karamellsoße. Ist gut? Schmeckt richtig gut, ja. Voll krass. Heftig. Schmeckt echt gut. Einfach schön jetzt hier eine Runde pennen, das ist schon geil. Von hier unten kann man sogar den Sternenhimmel beobachten. So, 2.12 Uhr. Ich habe ein bisschen geschlafen. Einmal auf dem Klo. Ich glaube, lang geht der Flug nicht mehr, ey. Lang geht der Flug nicht mehr. Aber richtig angenehm einfach zu schlafen hier. Ja, wer wartet denn da auf mich? Was ist denn da? Schau mal, das ist. Das musst du mal probieren, das ist richtig nice. Das ist richtig nice? Das ist Schokolade? Nice. Ja, das ist irgendwie so Nuss, irgendwie sowas, keine Ahnung. Geil. Ich
ich würde gerne hinter mir filmen, aber die haben sich vorhin schon beschwert. Ja, genau. Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Servus. Servus. Hey. Ich bin echt ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Echt, ja? Na gut. Gut, ja. Ich verstehe ja Menschen nicht, die keine Schokolade mögen. Verstehe ich halt an null. Das ist total komisch. Ich finde das voll nice, ein kleiner Snack, ne? Wisst ihr, so Schokolade, was gibt's denn Geileres? Ja. So, wir landen jetzt gleich in Dubai. Können wir hier beobachten. Hier sieht man jetzt gerade sogar eine Burj Khalifa. Und 3, 2, 1. Very nice. Ganz schön laut. Seid ihr gehypt? Ja, freilich. Oh, schön. Ich bin mal gespannt. Oh, hier gibt es schon einen kleinen Sneak Peek, glaube ich. Oh ja, das ist es. Das ist es. Oh, da ist sogar schon eine Frau. Da war eine Frau. Was? Weil ich hier da schlappen. Ja. So, also erster Eindruck ist auf jeden Fall ziemlich nice. Musik läuft schon. Unsere Koffer werden hochgetragen. Ein Luxus, ey. Wir haben ja irgend so einen Begrüßungsdrink noch bekommen, das ist irgendwie wie Lychees, keine Ahnung. Aber es schmeckt ganz gut, ne? Ja, ziemlich nice. Der Leon flirtet gerade mit unserer Haushälterin und der anderen. Nein, Spaß. Thank you. Jetzt kann ich's löffeln. Bring Eis dazu. Ich beende gleich das Video. An dieser Stelle möchte ich jetzt das Video beenden. Wir sind seit 24 Stunden unterwegs. Ich bin fix und fertig. Und im nächsten Video werde ich euch die gesamte Villa hier zeigen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, fürs Abonnieren und fürs Kommentieren. Wir sehen uns, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.